aufsetzen. Es sind nur Gedanken. Denn da, wo du Energie hineinsteckst, da wirkt sie auch. Ich möchte hier Gedanken austauschen, Gedanken aussprechen, die dich näher zu dem hinführen, was diese Zeit für mich bedeutet und vielleicht auch dich dazu anregt, darüber nachzudenken, darüber nachzuschweigen, in die Stille zu gehen, was es für dich heißt, durch diese Zeit zu gehen, in dieser Zeit zu sein. Was bedeutet diese Zeit für mich? Heute habe ich mich hingesetzt, um zu spüren und wahrzunehmen, aufzuschreiben, was diese Zeit für mich bedeutet. Heute und jetzt. Da kamen Gedanken wie Rückzug, Isolation, Stille, Meditation, Miteinander und Austausch, Gesundheit, auf uns schauen, auf den anderen schauen, Empathie, Freundschaft und Liebe, Einladung zum Verarbeiten und Einladung zum Loslassen, Einladung zur Veränderung und Einladung zur Neubetrachtung. Gute Gedanken, gewählte Worte bringen gute Entscheidungen und einen guten Weg. Das sind so die Stichworte, die ich mit hineingebe in dieses Audio. Ich nenne es Akzeptanz, Ankommen, Veränderung. Und das, was an Energie da hineingesteckt wird, von dir, von mir, das ist das, was dann auch wieder rauskommt. Es ist nur ein bisschen verändert, verarbeitet und wir verstehen es oftmals nicht, warum dieses oder jenes geschieht. Und doch ist genau für diese Zeit, in dieser Zeit, ist die dafür da, dass diese Gedanken noch einmal zurückkehren dürfen. Zu mir. Und deshalb ist es auch eine Zeit des Rückzugs und der Isolation. Und vielleicht können wir da auch was Gutes dem abgewinnen, dieser Zeit abgewinnen. Denn diese Isolation, die hier stattfindet, einfach auch als positiv zu sehen. Ich kehre jeden Tag in meine Stille. In meine Stille zurück. Jeden Tag nach dem Aufstehen meditiere ich. Ich tue dies, seit ich etwa 21 bin. Damals war ich ein Jahr in Asien unterwegs und habe Meditation sehr bewusst lernen dürfen. Und ich möchte gar nicht behaupten, dass ich es verstehe, was Meditation wirklich heißt. Was ich aber verstehe, ist, dass es meinen Atem gibt und dass dieser Atem mich bei mir ankommen lässt und dass dieser Atem mich auch in meine Stille führt. Geh mit mir mit. Lass dich gleich zu Beginn diesen Atem wahrnehmen, deinen Atem wahrnehmen. Einatmen, anhalten, ausatmen. Wenn du beginnst zu atmen, spür mal, wie es sich anfühlt, wenn du durch die Nase atmest und probier es aus. Einatmen, anhalten. Ausatmen. Fühlt es sich gut an, so mach es in deinem Tempo. Fühlt es sich etwas irritierend an oder macht es dich unsicher, so lass dich durch den Mund einatmen
anhalten und ausatmen, auch durch den Mund. Wie schon zu Beginn gesagt, möchte ich dich nicht belehren und möchte dir auch gar keine Regel hier mitgeben. Und doch ist es so, dass ich dich spüren lassen will, welche Möglichkeiten es gibt zu atmen. Und mit jedem Audio werde ich dir vielleicht wieder eine neue Form des Atmens vermitteln und du kannst weiter experimentieren. Einatmen durch die Nase und der Brustkorb darf sich heben. Anhalten, wie es für dich stimmig ist in der Länge und ausatmen durch die Nase. Schulter senkt sich, einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Halte deine Hände auf deinem Bauch. Atme durch den Mund ein. Hebe deinen Bauch. Lass ihn groß werden, halt den Atem kurz an und atme durch den Mund aus. Einfach den Atem ausströmen lassen. Und du kannst, während du mir zuhörst, weiter atmen, sitzend, aufrecht oder liegend, meinen Worten lauschen, gleichsam aber auch spüren, wie dein Körper sich hebt und senkt, wo dein Körper sich hebt und senkt, wie dein Körper sich hebt und senkt. Und vielleicht magst du auch die Hand auf deinen Bauch legen, auf deine Brust legen, sanft ein- und ausatmen. Diese Stille, die entsteht, wenn du ein- und ausatmest, hineinzuhorchen, deinen Atem zu hören, die Stille in dir zu hören. Einatmen und dieses Einatmen als Rückzug empfinden. Als Isolation, als angenehme Isolation, in der du gestärkt wirst, ankommen bei dir. Ausatmen, dich befreit fühlen, beim Ausatmen loslassen, die Gedanken des Loslassens mitnehmen, ausatmen lassen. Einatmen. Deinen Atem hören, ausatmen, deinen Atem, den Hauch des Atems hören. Es atmet dich. Einatmen und bei dir ankommen. Spüren, dass du mit dir, mit deinem Innersten in dir verbunden bist. Und ausatmen. Und loslassen, dich frei fühlen, dich vielleicht heil, gesund fühlen. Einatmen und das Einatmen austauschen und das Ausatmen rauslassen. Du tauschst das Einatmen gegen das Ausatmen aus. So wie du dich austauschst.
Freunden, mit Familienmitgliedern um dich. Achte darauf, wenn du Austausch übst im Miteinander. Achte einmal auf dein Atmen, auf dein Ein- und Ausatmen, wenn du die Wörter, die Worte deines Gegenübers hörst. Atme ein und atme aus und achte auf deine Antwort, was es bedeutet, dich auszutauschen, was es bedeutet, miteinander. Angenehm, dich angenehm fühlen im Miteinander. Dich zurückziehen zu können, wenn du ausatmest und tief auszuatmen. Auch ein Seufzen zuzulassen. Ein- und Ausatmen, das uns zur Gesundheit führt. Ein- und Ausatmen, das uns ankommen lässt. Dieses Miteinander, das angenehm sein kann oder vielleicht unangenehm. Und dann darauf achten, was macht der Atem, wenn es sich nicht so angenehm anfühlt. Ausatmen lassen mit dem Gedanken der Gesundheit, auf dich zu schauen. Einatmen und zu spüren, was macht der Atem in mir, wo atmet er hin, und ausatmen. Lade den Atem ein, lade deinen Atem ein, um zu verarbeiten. Setz dich hin, geh in die Stille und schau, was Gedanken mit dir machen, welche Gedanken kommen. Sind sie angenehm, sind sie unangenehm? Beobachte sie und lass sie bewusst wieder ausatmen. Mit dem Ausatmen sollen sie einfach losgelassen werden. Und selbst wenn dieser Gedanke noch da ist, dann weißt du, dass das Atmen dazu da ist, mit jedem Atemzug loslassen zu dürfen, zu verarbeiten. Unangenehmes einfach loslassen, es geschieht. Einatmen und ausatmen und mit jedem Ein- und Ausatmen mehr Gesamtheit, intensiver Gesundheit wahrzunehmen. Gesundheit für dich und Ganzheit. Rückzug in deine Stille, in deine lichtvolle Isolation. Einatmen und ausatmen und beobachten, Meditation üben. Dies ist eine Einladung zur Neubetrachtung. Einatmen und ausatmen. Neues kommen lassen. Helle Lichter. Schöne Gedanken. Wärme. Dankbarkeit. Einatmen und ausatmen. Sei dir bewusst, dass gute Gedanken, gewählte Worte aus dir rauslassen, dass gute Gedanken, gewählte Worte dem anderen gegenüberbringen. Sei dir bewusst, dass gute Gedanken gute Entscheidungen bringen, zu guten Entscheidungen führen. Und sei dir bewusst, dass das Ein- und Ausatmen ein heilsamer, ein guter Weg ist für dich. Beobachten das Ein- und Ausatmen. Übe dich darin jeden Tag. Sei bereit zur Veränderung, indem du ein- und ausatmest und
diese Veränderung deinen Atem übergibst. Sei bereit, dich selbst zu akzeptieren, alles, was da ist, einzuatmen und im Auslassen, im Ausatmen auch auslassen, loslassen, verabschieden, es geschehen lassen. Akzeptiere, was da ist, an deinen Emotionen, sich sichtbar macht durch deine Emotionen. Akzeptanz für dich selbst. Einatmen und ausatmen. Einatmen und ausatmen. Ankommen beim Einatmen. Ankommen beim Ausatmen. Wiederum ankommen, wenn du einatmest. Und auch ankommen, weil du ausatmest. Weil es dich ausatmet, weil es ausatmet. Weil es geschieht. Es atmet dich. Ankommen, einatmen und ausatmen. Akzeptanz. Liebe, die da ist, einatmen. Dankbarkeit im Austausch sein. Veränderung akzeptieren, einatmen und ausatmen. Und lass dich mit diesem Atmen, mit deinem Atem, ganz deine Stille spüren, tief in dir. Akzeptiere den bewussten Rückzug und beobachte deinen Atem. Es darf leuchten in dir. Es darf gesunden in dir. Du darfst bei dir selbst ankommen. Und ausatmest. Lass dir Zeit, um ganz wieder im Hier und Jetzt zu sein. Wenn du deine Augen geschlossen hast, dann öffne sie langsam mit dem Ausatmen. Nimm dir einen diese Sätze, die dich angesprochen haben, mit in den Alltag, schreib ihn dir auf. Dorthin, wo du ihn immer wieder mal lesen kannst. Ich komme mit jedem Atemzug bei mir an. Jeder Atemzug heilt mich. Ich lasse los, wenn ich ausatme. Achte darauf, welche Worte für dich jetzt wesentlich sind oder welcher Satz. Das ist ganz dein persönlicher Satz, den du jetzt mitnimmst. Und schreib mir einen Kommentar unten hin oder schick mir eine Mail. Wenn du Fragen hast, so stelle sie. Wenn du individuelle Begleitung haben möchtest, so melde dich bei mir. Sei liebevoll mit dir selbst, sei achtsam und atme jeden Tag 5 bis 10 Minuten ganz bewusst. Akzeptiere die Stille in dir, akzeptiere den Rückzug und komm bei dir an. In Dankbarkeit und in Liebe. Einen schönen Tag.